Gute Frage. Gute Fragen führen zu guten Antworten. Das ist das, was wir in dieser Serie so hochhalten wollen. Wir glauben, dass wenn wir die richtigen und guten Fragen in unserem Leben uns trauen zu stellen, ja, manchmal braucht man richtig Mut dafür, dass das der Weg ist, weise Entscheidungen, gute Antworten zu finden in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens, die uns so wichtig sind, und dann gute Entscheidungen zu fällen. Meine Schüler beispielsweise, weil die Schule jetzt vielleicht, wie ihr alle mitbekommen habt, angefangen hat, haben mich diese Woche gefragt, folgende Frage. Ich habe ihnen in die Gruppe eine Erinnerung geschickt und gesagt, hey Leute, denkt dran, ihr müsst heute um die und die Uhrzeit kommen und das Material abholen für die nächsten Wochen. Direkt darunter kommt die Frage, fängt heute für uns die Schule an? Nein, ja, du wiederholst wieder deine Nachricht von vorher und schickst sie wieder und sagst, nein, ihr müsst eure Materialien für die nächsten Wochen abholen. Wir wissen noch nicht, wann die Schule anfängt. Darunter kommt die Frage, wann fängt die Schule wieder an? Und so weiter und so fort. Es ist total lustig, aber ich habe gesagt, hey, stellt jede Frage hier rein, ich beantworte sie euch. Es ist wichtig, gute Fragen zu stellen. Dann kriegt man auch gute Antworten. Der Erwin hat es in der Einleitung schon gesagt, worum es heute gehen wird. Und für mich persönlich ist das ein besonders herausforderndes Thema. Ich stehe hier nicht vorne, weil ich glaube, meine Zeit absolut perfekt immer auszuleben und zu investieren und perfekt zu planen, sondern ich predige heute genauso zu mir und möchte mich und uns alle erinnern, dass unsere Zeit ein entscheidender Bereich unseres Lebens ist, wo wir uns die Frage stellen müssen, wie schaffe ich es, meine Zeit weise zu investieren. Ich glaube, das ist ein Bereich in unserem Leben, der vielleicht, um es nicht zu hoch zu hängen, aber der entscheidendste Bereich unseres Lebens. Meine Tochter Sophia, die Kleine, die ist noch keine 4 Jahre alt, stellte mir in den letzten Wochen mal die Frage, Papa, wann müssen wir sterben? Und ich war total irritiert, hat sie irgendein Gespräch zwischen Vicky und mir mitbekommen oder hat sie irgendeine Geschichte gehört und irgendwas vielleicht hat ihr Angst gemacht, ich weiß es nicht. Aber auf einmal stellt sie mir die Frage, Papa, wann müssen wir sterben? Muss ich sterben, Papa? Und im ersten Moment denkst du als Papa, oh, du musst sie beruhigen und woher hat sie diese Frage? Und du machst dir voll die Sorgen. Aber dann dachte ich mir, wow, das ist voll die gute Frage. Das bietet mir jetzt die Chance, ihr eine Antwort zu geben über dieses Leben. Wann müssen wir sterben? Sie hat diese Frage total kindlich gestellt. In der Bibel, im Psalm 90, Vers 12, lesen wir, dass das eine der weisesten und klügsten Fragen ist, die wir uns stellen können. Vielleicht hast du die Bibel gerade bei dir, vielleicht schaffst du sie irgendwo aufzuschlagen, aber ansonsten siehst du den Vers auch hier unten eingeblendet. Psalm 90, Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Nicht damit wir deprimiert werden, nicht damit wir irgendwie nur unsere Endlichkeit begreifen und uns irgendwie in Staub und Asche hüllen, sondern auf dass wir klug werden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir weise werden. Weisheit bedeutet nämlich zu wissen, wie ich mit der Zeit, die ich in meinem Leben habe, richtig umgehe. Und darum ist es eine der klügsten Fragen, die meine kleine Tochter mir gestellt hat. Wann muss ich sterben? Muss ich sterben? Selbst in ihrer kindlichen Art. Und ich glaube, dass es auch für uns eine unglaublich entscheidende Frage ist. Als ich noch nicht verheiratet war, als Vicky und ich geheiratet haben, waren wir sehr, sehr jung. Ich war 21, Vicky war 20 und wir haben 8 Jahre unseres Lebens keine Kinder gehabt. Ich wünschte sie mir so sehr, aber es waren unterschiedliche Umstände da und wir hatten 8 Jahre keine Kinder. Und als dann unser erstes Kind kam, der Marc, der Große, dann habe ich mir überlegt und zurückgeschaut und gesagt, was habe ich mit der ganzen Zeit, die ich bis jetzt hatte, eigentlich gemacht? Die ganze Freizeit, mit denen ich jetzt Kind schaukel, Windel wickle, nachts aufstehe, Essen gebe, Zeit verbringe, schreien beruhige, spazieren gehe, alles Mögliche. Was habe ich mit der Zeit, die ich vorher hatte, wo ich das nicht tun musste, alles gemacht? Als dann unser zweiter Sohn Jonas kam,
stellte ich mir die Frage nochmal. Boah, krass, was habe ich mir mit der ganzen Zeit eigentlich gemacht, als ich nur Mark hatte? Und dann kam Sophia, die Kleine, und ich habe überlegt, was habe ich in der ganzen Zeit gemacht, wo ich nur Mark und Jonas hatte? Und so weiter und so fort. Wir haben uns gegenseitig mit Vicky die Frage gestellt, wo ist die ganze Zeit hin? Was haben wir mit der ganzen Zeit gemacht? Und wenn man das jetzt ganz deprimiert ausdrücken möchte, kann man einfach sagen, sie ist weg. Über nicht kleine Zeitabschnitte in meinem Leben, vor allem bevor ich Kinder hatte, muss ich sagen, die Zeit ist weg. Letzte Woche bin ich 38 geworden. Und dann ist mir aufgefallen, als ich den Tag so mit meiner Frau, mit Vicky verbracht habe und wir so einen total coolen Ausflug gemacht haben und aber niemand verraten, ja, ganz heimlich irgendwo gepicknickt haben, aber ich glaube, das ist okay, zu zweit. Und dann dachte ich mir, Vicky, krass, jetzt bin ich 19 Jahre, habe ich jetzt schon mit dir gelebt, genauso lange, wie ich ohne dich gelebt habe. Ja, das passt jetzt genau in diese Zeitraum, es passt doch ungefähr in den Frühling rein. Kurz bevor ich 19 geworden bin, bin ich damals mit meiner jetzigen Frau Vicky zusammengekommen. Und ich fand es so krass, sich das mal vorzustellen. So die Hälfte meines bisherigen Lebens bin ich jetzt mit dir zusammen. Was habe ich mit der ganzen Zeit gemacht? Wo sind meine 20er, unsere gemeinsamen 20er hin? Wo sind unsere gemeinsamen 30er, die auch schon fast vorbei sind, hin? Und im Endeffekt fragen wir uns, wenn wir fragen, wo ist meine Zeit geblieben? Vielleicht sind es bei dir nicht nur die 20er, 30er, vielleicht die 40er, 50er, 60er, ich weiß nicht. Im Endeffekt stellen wir uns eigentlich die Frage, wo ist mein Leben geblieben? Wo ist mein Leben geblieben? Ich möchte euch mal ein total spannendes Zitat von einer russischen Poetin weitergeben. Anna Akhmatova, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, sagte, bisschen frei übersetzt von mir, folgende Worte. Kriege und Plagen gehen vorüber. Aber niemand kann es mit dem Terror aufnehmen, dessen Name lautet, die Zeit fliegt. Ich weiß nicht, ob du mit diesem Zitat irgendwas anfangen kannst. Kriege und Plagen gehen vorüber, ist ein bisschen aktuell. Jetzt Krieg nicht in unserer Gegend direkt, aber wir haben viel mitgekriegt um uns herum in den letzten Jahren. Und auch vieles kam in unser Land und viele Menschen kamen in unser Land aufgrund von Kriegen. Und wir haben gemerkt, wie klein die Welt ist. Die Krise, eine Plage, die vielleicht noch nie, nicht in der Schwere, sondern in der Auswirkung weltweit gesehen im Moment da ist, ist schon total besonders. Und alle fragen sich, was ist eigentlich los im Moment? Und man versucht, verschiedenste Antworten zu finden. Aber die Sache, die diese russische Poetin sagt, ist, das geht vorbei. Aber niemand kann es mit dem Terror aufnehmen, dessen Name lautet, die Zeit fliegt. Ich möchte aber gar nicht so deprimierend oder depressiv dir irgendwie heute sagen, pass auf, die Zeit ist schneller weg, als du glaubst. Sondern ich möchte es eigentlich mit einem nächsten Zitat auf den Punkt bringen, das ein anderer Mann gesagt hat, Michael Altshuber, du musst ihn nicht kennen, ich sag's nur, weil es nicht von mir ist, sonst denkt man, boah, kann der Karl kluge Sachen sagen. Eigentlich sage ich hier meistens nur Sachen, die andere, viel klügere Menschen schon mal gesagt haben. Ja, die schlechte Nachricht ist, die Zeit fliegt. Aber die gute Nachricht ist, du bist der Pilot. Und in diesem Sinne möchte ich uns mitnehmen in diese entscheidende Frage, die wir uns stellen wollen. Die Erwin letzte Woche wunderbar erklärt hat. Im Lichte meiner bisherigen Erfahrungen, gegenwärtigen Umstände und zukünftigen Hoffnungen und Träume, was ist das Weiseste, was ich tun sollte? Und auf die Zeit übertragen, wie kann ich meine Zeit weise investieren? Wenn du all das mit reinnimmst, was du bis jetzt in deinem Leben erfahren hast, und vielleicht sind es schon 60 Jahre, vielleicht sind es erst 15 Jahre, aber du hast Dinge schon erlebt, mit Freunden, mit deinen Eltern, in der Schule. Du steckst im Moment in bestimmten Umständen, vielleicht als Schüler gerade, und denkst dir, wann fängt die Schule wieder an? Du kennst dieses Gefühl gar nicht, dass du so sehr dich darauf freust, dass Schule wieder beginnt. Und bist total enttäuscht über dich selbst, dass du wirklich diese Frage mal stellen könntest. Aber du vermisst die Leute, wenigstens in der Pause. Und vielleicht ein bisschen auch deine Lehrer. Ich weiß es nicht, ich hoffe es zumindest. Du hast Umstände jetzt, in denen du dich befindest. Wenn du das beachtest und dann überlegst, was du vielleicht auch... Soll ich dann meine Zeit weise investieren? Was wäre es für dich? Wie solltest du deine Zeit weise investieren, wenn du das alles beachtest, was du bis jetzt erlebt hast, worin du jetzt steckst und was du dir in deinem Leben noch erträumst?
Und diese Zeit oder diese Frage, wie ich meine Zeit weise investiere, ist nicht die Frage, wie machen andere das? Und wenn ich dir heute von meinem Leben ein paar Dinge vielleicht weitergeben werde, dann ist es nicht, weil ich dir sagen will, ich mache das so gut. Ich werde nicht nur gute Dinge von mir erzählen, sondern ich will dir einfach ein Beispiel und ein paar Beispiele aus meinem Leben sagen. Aber die Frage ist für dich, nicht wie macht der Karl das, sondern die Frage ist, was ist weise für dich? Auch nicht, was erwarten andere? Wenn wir hier als Kirche Gottesdienste machen, wenn ich hier predige, dann predige ich nicht, und jetzt habe ich Erwartungen, was du zu Hause tun solltest, aus dem, was ich sage. Sondern ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass Gottes Wort in dein Leben reinspricht und dass es etwas mit dir macht und dass du dir persönlich die Frage stellst, was macht das, was ist das ein Auftrag für mich? Was sagt die Bibel mir an diesem Morgen? Was sagt Gott? Was flüstert er in mein Herz? Und das ist auch nicht die Frage, was habe ich bisher immer gemacht? Wie habe ich meine Zeit bisher immer? Darauf werde ich heute auch nicht stehen bleiben. Sondern wie investiere ich meine Zeit weise, ist eine Frage, die sich von jetzt an nach vorne ausrichtet. Die vielleicht einen auch ein bisschen aufrütteln. Erwin hatte sie letzte Woche ausschnittsweise schon angefangen zu erklären. Wundervolle Verse für unsere Serie. Und für unser ganzes Leben. Kapitel 5, Vers 15 bis 17. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus. Denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Ziemlich herausfordernde Worte von Paulus hier in diesem Punkt. Er geht direkt ins Eingemachte. Er sagt, seht sorgfältig darauf. Seid fleißig, ist das eigentlich auch, könnte man das übersetzen. Seid ganz doll bemüht, seid wachsam, seid total aufmerksam. Das steckt alles in diesem Wort sorgfältig. Das heißt, packt es als eine Sache an, die euch so unglaublich wichtig ist, weil sie ist total wertvoll. Die Zeit ist unglaublich wertvoll. Das sagt Paulus hier. Und seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Wie ihr euer Leben großartigen Unterschied. Es ist nicht einfach nur so, für den einen ist das vielleicht cool und richtig, für den anderen ist das cool und richtig und jeder soll es einfach so nach seiner Fasson machen. Ja, jeder Jeck ist anders, also das bedeutet, ich gestalte mein Leben natürlich nicht dumm oder so, aber jeder macht es nur so nach seinem Ding. Aber die Botschaft, die Paulus hier sagt, ist, okay, das stimmt. Und deswegen stellen wir die Frage hier auch total bewusst so, was ist für mich im Lichte aller meiner bisherigen Erfahrungen, meiner momentanen Umstände und meiner zukünftigen Hoffnungen und Träume, was ist für mich das Weiseste, was ich tun sollte? Wie sollte ich für mich meine Zeit am weisesten investieren? Aber wenn wir in die Bibel reinschauen, und im Vers 17 werden wir es gleich deutlich sehen, dann glaube ich, dass die Bibel uns deutlich auch macht, okay, es gibt bei allem, jeder Jeck ist anders, auch Dinge, die sind echt unweise. Dinge, die solltest du nicht tun. Dinge, die solltest du lassen. Und es gibt Dinge, die sind richtig weise. Die sind nicht einfach nur richtig. Erwin hat es letzte Woche so genial erklärt, sondern sie sind weise. Die mache ich nicht einfach nur, weil, na gut, ich will ja nichts Falsches machen, sondern die mache ich, weil ich davon einen unglaublichen Wert rauskriege. Das bedeutet Weisheit. Es ist ein Weg, der mich zu einem sinnbringenden, zu einem genialen, zu einem zielgerichteten und erfolgreichen Ende führt. Im geistlichen und im praktischen Sinne. Und kauft die Zeit aus. Und hier bringt es quasi für unsere Predigt heute an diesem Sonntag der Paulus auf den Punkt. Kauft die Zeit aus. Das bedeutet, holt den letzten Rest raus, quetscht sie aus. Kauft die Zeit aus. Und ich finde, es steckt so genial hier drin, wie wertvoll das ist, dass ich etwas kaufe, dass ich alles in die Hand nehme, was ich habe, um dieses wertvolle Gut, Zeit, auszukaufen, auszunutzen, genial zu investieren und etwas Bedeutendes daraus zu machen. Und die Begründung dafür, die wird dich vielleicht jetzt nicht besonders irgendwie motivieren. Ich weiß es nicht, was es mit dir macht. Die Begründung ist jetzt nicht, denn es ist sowas Wertvolles, so wie ich es versucht habe, bis jetzt zu erklären, sondern die Begründung von Paulus an dem Punkt ist,
denn es ist böse Zeit. Ich weiß nicht, wie du die Corona-Zeit jetzt gerade irgendwie für dich erlebst. Und jede Predigt ja darüber, ich werde echt wirklich nur ganz kurz was dazu sagen, einfach eigentlich nur diese Frage stellen. Vielleicht empfindest du sie als eine böse Zeit. Vielleicht kommst du mit den ganzen Dingen nicht klar, was geht hier eigentlich ab. Vielleicht bist du total gechillt und denkst, okay, das wird auch vorübergehen. Ja? Und dann werden ein paar gute Dinge hängen bleiben, ein paar Dinge werden echt doof gelaufen sein und wir werden daraus lernen oder auch nicht. Also so halt total gechillt. Nimmst du es vielleicht auf, ich weiß es nicht. Aber insgesamt würdest du sagen, okay, das ist schon eine krasse Zeit. Vielleicht meinte Paulus auch sowas Ähnliches, wenn er sagt, es ist eine böse Zeit. Und Paulus meinte aber nicht nur eine konkrete Zeitabschnitt. Also vielleicht hat er damals, als er das geschrieben hat, irgendwie war da Krieg oder vielleicht war da auch gerade so eine Plage am Laufen. Ja, also jetzt die Zeit jetzt gerade oder die Zeit, wenn gerade ein Krieg war oder die Zeit nach 2015, wo die ganze Flüchtlingskrise so groß wurde. Vielleicht war das für dich eine böse Zeit, ich weiß es nicht. Vielleicht hast du früher in deinem Leben Zeiten erlebt, die wirklich böse waren, weil du schon viele Jahre mehr auf dem Buckel hast als ich und Kriege oder sowas miterlebt hast. Vertreibungen. Vielleicht wurdest du selbst vertrieben 2015 und bist jetzt in Deutschland gelandet oder kennst jemanden. Dann denkst du, okay, das ist eine böse Zeit. Aber es gibt ja dazwischen wahrscheinlich auch viel längere Abschnitte, die gut sind. Paulus will hier eigentlich sagen, seit er diesen Brief geschrieben hat, wir leben nicht, wir sind nicht naiv und denken, eigentlich ist alles cool. Und manchmal laufen halt manche Dinge doof. Sondern Paulus sagt, wenn er sagt, es ist eine böse Zeit, die Zeit ist gegen dich. Hört sich jetzt vielleicht krass an, oder? Er sagt aber, die Zeit läuft und läuft und läuft. Und wenn du sie nicht bewusst planst und investierst, dann wird sie nicht dein Freund sein. Dann wird sie dich auf eine Art und Weise prägen. Dann werden Dinge dich auf eine Art und Weise prägen. Die Zeiten und die Dinge, mit denen du dich beschäftigst in den Zeiten, wo du dich mit Dingen beschäftigst. Wenn du das nicht bewusst machst, werden sie dich prägen und sie werden etwas mit dir machen, was du vielleicht gar nicht gewollt hast. Wenn du dir diese Frage eigentlich stellst. Also wenn du dir die Frage stellst, im Lichte meiner bisherigen Erfahrungen, meiner momentanen Umstände und meiner zukünftigen Hoffnungen, Träume, will ich eigentlich was ganz anderes? Aber du kaufst diese Zeit nicht ganz bewusst aus. Dann ist es mir in meinem Leben total oft aufgefallen, dass ich dann nicht da lande, wo ich es mir eigentlich erträumt habe zu landen. Sondern dass ich ganz woanders lande. Und ich mich dann frage, wie bin ich hier gelandet? Wie ist es dazu gekommen, dass ich solche Gewohnheiten habe? Wie ist es dazu gekommen, dass ich über diese Dinge so krass viel nachdenke und so viel Zeit investiere? Das wollte ich doch nie. Und was hat das aus mir gemacht? Das ist das, was Paulus meint. Kauf die Zeit bewusst aus, denn es ist eine Zeit, die nicht automatisch für dich die Uhr runterspult. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und das ist unsere große Herausforderung. Deswegen behandeln wir als Christen diese Frage, wie kann ich meine Zeit weise investieren? Weil das macht unglaublich viel mit dir. Und ich glaube, die Bibel und vor allem die Sprüche reden wahnsinnig viel darüber, wie kann ich meine Zeit nach dem Willen Gottes vernünftig, weise so investieren, dass es etwas Großartiges in meinem Leben, ja, dabei rauskommt. Deswegen möchte ich dir als erstes drei ganz praktische Sachen sagen. Und als erstes möchte ich dir sagen, investiere eine kleine Zeit über einen langen Zeitraum in Lebensbereichen, die dir wichtig sind. Investiere eine kleine Zeit über einen langen Zeitraum in entscheidenden Lebensbereiche. Was versteckt sich hinter diesem vielleicht ein bisschen klobig formulierten Satz? Ich werde es dir ein bisschen erklären. Eine kleine Zeit über einen langen Zeitraum in etwas zu investieren, kann sehr große Auswirkungen haben. Vielleicht denkst du an Sport. Das ist ein typisches Beispiel. Wenn ich also jeden Morgen mir 10 Minuten Zeit nehme, irgendwie ein bisschen mich zu dehnen, Yoga oder ich weiß nicht, was du, Pilates oder irgendwas, oder du machst Fitness oder ich weiß nicht, wer du jetzt, Mann, Frau, was dich mehr interessiert und was du so dir mehr liegt, aber wenn du jeden Tag ein bisschen was für deinen Körper machst, jeden Tag, 10 Minuten, wirst du das in dem Moment merken, nach diesem Training, ich weiß nicht, ob du dich das kennst, vielleicht hast du dich vor dem Training angeguckt, vor den 10 Minuten, machst Liegestützen, guckst nachher in den Spiegel und denkst,
nichts passiert. Vielleicht hast du die Zentimeter genommen. Ich habe gar keine Ahnung, wie du das machst, ob du das überhaupt machst. Vielleicht hast du irgendwann mal deine totale Freude daran verloren, zu trainieren, weil du hast dreimal was gemacht und dann hast du geguckt und es ist nichts passiert. Und du denkst dir, das hilft doch gar nichts. Stimmt. Einmal ein kleines Training, einmal 30 Liegestützen zu machen, macht gar nichts. Aber mach das mal ein Jahr lang. Okay, ich fange ein bisschen früher an, mach das mal einen Monat lang. Und du wirst was merken, ich verspreche es dir. Mach es ein Jahr lang und du wirst noch mehr merken. Mach es 5 Jahre lang und du wirst es noch mehr merken. Es ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Eine kleine Zeit über einen langen Zeitraum in etwas investieren, hat große Auswirkungen. Für die Leute, die unter euch vielleicht mal ein Musikinstrument gelernt haben, die werden das total nachvollziehen können. Einmal eine Stunde irgendwas zu üben, du denkst, du kannst gar nichts. Mein Sohn lernt gerade Gitarre, der macht richtig Fortschritte, aber dann denke ich mir, okay, ich habe das auch damals gemacht, 3 Monate lang und die ersten Male, dann denkst du dir, ich kann noch nichts. Ich kann noch nicht diese coolen Lieder von welchen Bands auch immer du magst spielen. Einmal? Vielleicht denkst du dir, boah, meine Eltern haben mich damals so gequält. Ich musste jeden Tag üben und üben und üben. Und du denkst dir, was bringt das? Und wenn du aber dann 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre nachher zurückgeschaut hast, vielleicht schon sogar ein paar Monate, hast du gemerkt, unglaublich. Das macht Fortschritte. Also eine kleine Zeit über einen langen Zeitraum in etwas zu investieren, hat große Auswirkungen. Das Ding ist, einmal so eine kleine Zeit zu verpassen, einmal morgens keine Liegestützen zu machen oder nicht joggen zu gehen, einmal nicht die Gitarre in die Hand zu nehmen und ein bisschen was zu üben, einmal, das wird keine großen negativen Auswirkungen haben. Du kannst es auch mal einmal auslassen. Das Problem ist, wenn du diese kleinen Zeiten, die du investierst, um über einen langen Zeitraum positive Auswirkungen zu haben, immer öfter auslässt, wirst du irgendwann mal negative Auswirkungen haben. Und die Dinge, die du während dieser Zeit getan hast, ja, wo du diese kleinen Zeiten ausgelassen hast, diese 10 Liegestützen machen, diese 10 Minuten Gitarre spielen, die Dinge, die du während dieser Zeit gemacht hast, haben meistens in deinem Leben, wenn du zurückschaust, keinen positiven Wert hinterlassen. Ich versuche es dir in ein paar Beispielen zu erklären, was ich dir gerade versucht habe zu sagen. Und vielleicht auch auf ein paar Bereiche deines Lebens anzuwenden. In diesen Beispielen, die ich gesagt habe, Sport und Musik, wird es vielleicht total offensichtlich. Ja, logisch. Man muss eigentlich immer kontinuierlich dranbleiben. Und irgendwann mal hat man wirklich was davon. Wenn wir über das Thema Beziehungen nachdenken, dann wird es vielleicht nicht mehr so ganz einleuchtend. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Dann wird es ein bisschen versteckter. Aber ich möchte dir etwas heute mitgeben. Investiere kleine Zeitabschnitte über einen langen Zeitraum in folgende Sachen und es wird große Auswirkungen in deinem Leben haben. Dabei denke ich zum Beispiel an das Abendessen mit deiner Familie. Ja, einfach. Abend zu essen mit deiner Familie. Erwin hatte mir eingangs die Frage gestellt, wie machst du das eigentlich? Du hast Theologie studiert, du bist Pastor dieser Kirche, du bist Lehrer, was hat das für Auswirkungen aufeinander und zusätzlich hast du ja noch diese und jene Verantwortung. Und manchmal fragen mich Leute, boah, Karl, ist deine Zeit nicht so voll, dein Tagesablauf, dein Wochenablauf? So irgendwie nicht. Und manchmal muss ich irgendwie vielleicht so tun, als ob ich vielleicht so wichtig bin und dann muss ich erzählen, was ich alles mache. Aber eigentlich denke ich mir so, nee, eigentlich ist meine Zeit relativ gechillt. Manchmal ist es ein bisschen stressiger. Aber geholfen hat mir da total meine Frau Vicky. Weil wir bestimmte Werte festgelegt haben in unserem Leben, wo wir gesagt haben, da kommt wenig dran. Und einer dieser Werte ist, regelmäßig mit unseren Kindern am Tisch zu sitzen und zu essen. In der Regel sind wir um den Dreh 5 Abendessen pro Woche gemeinsam mit den Kindern. Und wir versuchen wirklich möglichst wenig dazwischen kommen zu lassen. Und sitzen mit ihnen am Tisch und essen mit ihnen und quatschen. Wir versuchen regelmäßig unsere Kinder einen ganz bestimmten Ablauf zu haben, ins Bett zu legen, da bestimmte Zeiten zu haben, wo wir persönlich quatschen, wo wir denen was vorlesen, wo wir mit denen beten und sagen, es darf eigentlich fast nichts passieren, wo das, was dazwischen kommt. Und vielleicht denkst du, okay, was passiert, wenn mal einmal was dazwischen kommt? Ich sag dir ganz ehrlich, gar nichts. Und es ist schon öfter mal einmal nichts dazwischen gekommen. Aber in den Zeiten, wo ich gemerkt habe, ey, ich habe so viel zu tun und ich habe mal 2, 3
4 Abende in der Woche das Abendessen ausgelassen und was Eigenes gemacht. Und die Kinder denen schnell nur Cornflakes gegeben oder sonst was. Ich habe mal 2, 3, 4 Mal in der Woche sie abends ganz schnell hingelegt und nur noch schnell ein Gebet so über die Lippen gesprochen und Gute Nacht gesagt. Und es zieht sich weiter rein. Dann habe ich gemerkt, oh, das ist irgendwie jetzt ist was reingekommen, das ist nicht cool. Vielleicht denkst du, ja, was hast denn du? Hast du da besondere Gespräche während dem Abendbrotessen? Hast du da ganz tolle Erlebnisse? Ich sage ganz ehrlich, ganz selten, dass ich mich erinnern kann, boah, da war das besondere Highlight und da ist das Besondere in unserer Beziehung zueinander passiert. Das kann ich dir gar nicht auf einen einzigen Moment, ein einziges Abendessen, ein einziges abends hinlegen und beten und Geschichte erzählen, runterbrechen. Aber ich kann dir eins sagen. Ich kenne nicht nur eine Situation und ich könnte dir nicht nur eine Geschichte erzählen, wo irgendwas richtig Blödes passiert ist in unserer Familie, wo wir uns gestritten haben, wo wir auch unseren Kindern Unrecht getan haben, ich oder Vicky, und wo wir es geschafft haben, diese Dinge nicht allzu tief sinken zu lassen in unseren Herzen oder in die Herzen der Kinder, weil es für uns normal ist, abends nochmal zu kuscheln, sich zu umarmen. Und die Kinder an diesem Punkt wieder zu uns zurückgekommen sind. Nicht, weil sie etwas eingesehen haben, sondern weil es die normale Routine abends war. Weil das immer so war. Hätte ich das nicht installiert gehabt, wären sie wahrscheinlich gar nicht an diesem Abend gekommen und es wäre irgendwas tiefer gerutscht. Das ist einfach ein ganz konkretes Beispiel. Vielleicht kannst du ein bisschen was damit anfangen. Es hat aber einen unglaublichen Wert, kleine Zeiten über einen langen Zeitraum in wichtige Lebensbereiche zu investieren. Das ist das Abendessen, das ist vielleicht das Gebet mit deinem Partner. Die Zeit, die du mit Gott verbringst. Die Zeit, die du dir nimmst, um sie mit anderen Christen zu verbringen, zur Kirche zu kommen. Jetzt ist das vielleicht ein bisschen irgendwie sarkastisch gesagt oder ironisch, aber ja, wie viel Zeit nehmen wir uns, mit anderen Christen Gemeinschaft zu haben, wenn es erlaubt ist? Ja? Wie schaffst du das jetzt vielleicht in der Zeit, dir bewusst mit anderen einzuräumen, Zeiten, mit denen die sie wirklich fragst, wie geht's dir? Was ist los in deinem Leben? Wie kann ich dir helfen? Zeit. Vielleicht eine Kleinigkeit, ein ganz praktisches Beispiel. Regelmäßig mit deinem Partner, mit deiner Frau, mit deinem Mann gleichzeitig ins Bett zu gehen. Vielleicht denkst du dir, wow, was ist das denn? Ich glaube, so eine kleine Sache, so eine Kleinigkeit, über einen langen Zeitraum gelebt, hat große Auswirkungen. Und diese Kleinigkeit, über einen langen Zeitraum nicht gelebt, wird auch große Auswirkungen haben. Also, investiere eine kleine Zeit über einen langen Zeitraum in entscheidende Lebensbereiche. Und du wirst merken, wie es große Auswirkungen deinem Leben haben wird. Das Zweite, was ich dir sagen will, ist sehr viel kürzer und ich werde an diesem Punkt nicht lange stehen bleiben. Aber es ist unglaublich wichtig. Und mir lag es so auf dem Herzen, diese Sache dir an diesem Morgen weiterzugeben und mir auch selber zu sagen. Bleibe nicht in verpasster Zeit hängen. Vielleicht hast du dich jetzt, wo ich die paar Dinge aufgezählt habe und ich hätte noch andere Dinge aufzählen können, irgendwie Zeit mit Kindern und das ist ja so vielleicht so ein Bereich, wo du vielleicht eine Erinnerung hast an, wie deine Eltern mit dir Zeit verbracht haben, wo du vielleicht jetzt gerade in deinen persönlichen Umständen merkst, oh Mann, ich habe da so versagt und vielleicht macht das so eine richtig depressive Stimmung für dich und du denkst, was kann ich jetzt machen? Und ich sag dir ganz einfach und vielleicht hört sich das im ersten Moment wie eine schlechte Nachricht an, aber ich werde dir gleich erklären, dass es eigentlich eine gute ist. Die Nachricht heißt nämlich, du kannst die verpasste Zeit nicht nachholen. Du kannst diese langen Zeitraum, in denen du die kleinen Zeiten dir nicht eingeräumt hast, das kannst du nicht nachholen. Ich mache es dir in einem Beispiel klar und ich liebe dieses Beispiel. Andy Stanley hat es im Zusammenhang mit diesen Gedanken, die ich dir auch gerade sage, mal vorgebracht. Ich fand es mega genial. Stell dir vor, du nimmst jetzt das Beispiel, was ich mit dem Abendessen mit deinen Kids jetzt gerade gemacht habe und sagst dir, stimmt, das sollte ich echt tun. Jetzt fährst du nach der Arbeit morgen ja, ganz, ganz schnell nach Hause und sagst dir, oh Mann, ich sollte öfter mit meinen Kindern Abendessen. Ich habe das so oft verpasst. Du sagst, stürmst in die Haustür rein, sagst, hey Leute, springt alle ins Auto. Die Restaurants haben wieder geöffnet. Wir fahren alle Restaurants ab, die einen McDrive haben. Ja? McDrive haben, ja, das ist jetzt, sorry für die Werbung. Die irgendwie einen Drive-Thru haben, wo du dir das Essen reinhauen kannst. Und wir essen, essen, essen bis 12 Uhr oder auch später, bis wir voll sind, bis wir nicht mehr können. Und wir reden, reden, reden. Wir haben so viele gemeinsame Essenszeiten und Redezeiten verpasst. Wir holen das jetzt alle nach. Alles nach und du denkst dir, was ist das für ein komisches Beispiel? Ja, es soll einfach
überspitzt ein bisschen sagen, bestimmte Dinge, die du über einen langen Zeitraum, in kleinen Zeiten verpasst hast, die kannst du gar nicht mehr nachholen. Die kannst du nicht mit einmal ein riesen romantisches Wochenende mit deiner Frau planen, weil du jetzt 3 Monate lang nur in deinen Job investiert hast und in deine Hobbys am Wochenende und gemerkt hast, wow, ich habe nur 3 Mal mit meiner Frau geredet die letzten 3 Monate und dann denkst du dir, jetzt mache ich ein richtig cooles, romantisches Wochenende und dann ist alles wieder cool und du merkst, das funktioniert irgendwie nicht, irgendwie ist meine Frau klüger, weil es einfach nicht geht. Du kannst die Dinge, die du verpasst hast an vielen kleinen Zeiten, die richtig geniale, große Auswirkungen über einen langen Zeitraum gehabt hätten, nicht einfach nur nachholen. Das ist vielleicht genauso schwer möglich wie... Wenn du ganz viele Nächte nicht geschlafen hast, als Jugendliche kennst du das vielleicht noch mehr, du kannst durchmachen und du bist topfit und dann schläfst du vielleicht mal einfach 30 Stunden, ja, und dann ist wieder alles cool. Mein Schüler schrieb mir vorgestern, als ich dem geschrieben habe, hey, denk dran, heute müsst ihr die Sachen abholen. Irgendwann abends um 5, sorry, Herr Janssen, kann ich die Sachen noch montags abholen? Ich bin gerade erst aufgewacht. Also es gibt in einem bestimmten Alter, da kannst du das vielleicht nachholen, aber du merkst irgendwann mal, wenn du ein paar Nächte durchgemacht hast, diesen Schlaf kriegst du nicht mehr nachgeholt. Das ist aber keine schlechte Nachricht, die ich dir weiter sagen möchte. Es ist nicht nur einfach deprimierend. Und ich sage dir, wieso? Das Deprimierende ist nämlich, wenn wir genau das immer versuchen. Wir versuchen immer das, was wir merken und uns total fertig macht. Oh Mann, ich habe meine Zeit so schlecht investiert. Und dann versuchen wir das irgendwie nachzuholen. Und es macht uns immer fertiger. Warum? Weil es geht nicht. Ich kann meine Zeit, die ich verpasst habe, nicht nachholen. Und deswegen wird es mich immer nur mehr deprimieren, wenn ich es andauernd versuchen werde. Und wenn ich noch dabei stehen bleibe und da total deprimiert bin und merke, es funktioniert nicht. Ich kann das nicht nachholen. Aber es ist unglaublich befreiend, wenn sich dein Leben nicht mehr darum dreht, in vergangene Zeiten zu versuchen aufzuholen, ja, oder zurechtzubiegen. Das kannst du eh nicht. Sondern indem du deinen Blick änderst, deinen Fokus änderst und nach vorne schaust. Und sagst, okay, ich habe ehrlich nach hinten geschaut und jetzt lasse ich das hinten und schaue, was vor mir ist. Also bleibe nicht in verpasster Zeit hängen. Lass dich nicht lähmen von den kleinen Zeiten, die du bis jetzt nicht über einen langen Zeitraum vielleicht in gute Dinge investiert hast, sondern, das möchte ich dir heute sagen, plane die kommende Zeit mit Ewigkeitsperspektive. Plane das, was jetzt vor dir liegt, dein Morgen, dein Übermorgen, dein Überübermorgen mit Ewigkeitsperspektive. Und ich möchte es dir an einer Geschichte zum Schluss dieser Predigt ganz deutlich machen. Jesus Christus im Garten, wir haben vor ein paar Wochen Ostern gefeiert, kurz bevor er ans Kreuz gehängt wurde im Garten Gethsemane, bittet seine Jünger und sagt ihnen, es wird jetzt eine harte Zeit kommen. Bitte wacht mit mir und betet. Und er geht ein paar Schritte weiter und kämpft. Und da wird diese Geschichte im Johannesevangelium erzählt, wie sogar sein Blut, sein Schweiß so wie Blutstropfen werden. Weil er so heftig am Ringen ist in dieser entscheidendsten Zeit und im entscheidendsten Kampf seines Lebens auf dieser Erde. Und er bittet seine besten Freunde, denen er am nahesten war, bleibt diese Zeit bei mir, betet mit mir, bittet um Kraft für mich. Und er kommt zurück, nachdem er gekämpft hat und er findet sie schlafend und weckt sie auf und sagt, steht bitte auf, es ist so schwer für mich, betet für mich. Und er geht wieder weg und betet und kämpft und kommt zurück. Und was machen seine besten Freunde? Sie schlafen wieder. Und ein drittes Mal geht er hin und sie sind wieder eingeschlafen. Und er kommt zurück und er sagt, steht auf, meine Zeit ist gekommen, lasst uns gehen. Und mich hat diese Stelle manchmal so richtig deprimiert, wenn ich denke, wenn ich dieser Freund wäre und merke, was für eine Chance ich verpasst habe, ich kann sie nicht mehr zurückdrehen. Und dann habe ich diese Stelle gelesen, sie können es nicht mehr zurückdrehen. Sie können nicht mehr sagen, oh Mann, ja komm, wir machen jetzt nochmal ganz schnell so ein Speedbeting oder sowas, wo du dann hingehst und sagst, wir geben dir jetzt Kraft, Jesus, komm einmal noch in unsere Mitte, sondern vorbei, verschlafen. Aber ich finde es so genial, wie Jesus da reagiert, dass diese Stelle nicht einfach nur deprimierend und enttäuschend bleibt, sondern der lebendige Gott, Jesus Christus höchstpersönlich in seinen entscheidendsten, tiefsten, heftigsten Moment als Mensch, und er hat ihn als Mensch erlebt, es war hart für ihn, sagt dann zu seinen Freunden nicht, ihr Versager, bleibt doch hier, ich brauche euch nicht und sonst was, sondern er sagt, steht auf, geht weiter. Und so möchte ich dir an diesem Morgen sagen, steh auf. Jesus ist nicht derjenige, der dich jetzt den Punkt nur in die ganzen Zeiten und in das Ganze, was du vielleicht verpasst hast in dein Leben, den Finger legt. Er will dir an diesem Morgen nicht deine Wunde treffen, sondern er will dir an diesem Morgen sagen,
Bleib nicht bei dieser verpassten Zeit hängen, sondern plane die kommende Zeit mit Ewigkeitsperspektive. Steh auf, sagt Jesus dir übertragen. Steh auf, lasst uns gehen. Es geht weiter. Und ich möchte dir drei Fragen zum Schluss dieser Predigt stellen, ganz konkret. Im Lichte deiner bisherigen Erfahrungen, deiner momentanen Umstände und deiner zukünftigen Hoffnungen und Träume, vielleicht kannst du dir ein Blatt Papier nehmen und jetzt auf drei Bereiche diese Frage anwenden. Was ist das Weiseste, was ich jetzt in meinem Leben tun könnte? Was ist das Weiseste, was du jetzt in deinem Leben tun könntest? Im Bereich deiner Gesundheit? Ich hatte ja ein paar Beispiele gemacht. Im Bereich deiner Beziehungen und im Bereich deines geistlichen Lebens. Wo könntest du eine kleine Zeit investieren über einen langen Zeitraum, die dir große Auswirkungen, eine geniale Perspektive und viel, viel Weisheit in dein Leben bringen wird? Darum möchte ich diese Predigt abschließen und dir diese Frage einfach ganz konkret stellen. In Bezug auf deine Gesundheit, was ist das Weiseste, was du jetzt tun solltest? In Bezug auf deine Beziehungen, was ist das Weiseste, was du jetzt tun solltest? Und in Bezug auf dein geistliches Leben, deine Zeit mit Gott, dein Leben mit Gott, was ist das Weiseste, was du tun solltest? Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du erlebst, vielleicht nicht morgen, nicht übermorgen, wo du die kleinen Dinge noch gar keine große Auswirkung haben. Aber ich verspreche dir, wenn wir uns irgendwann wiedersehen in ein paar Wochen und du ziehst das durch, was du dir jetzt gerade aufschreibst, wenn du dir jetzt was aufschreibst, dann wirst du Geschichten erzählen können, wie das deine Beziehungen an einem ganz konkreten Punkt verändert hat, wie es etwas mit deiner Gesundheit gemacht hat und wie etwas mit deiner Beziehung zu deinem lebendigen Gott etwas in dein Leben reingekommen ist, was du dir vorher nicht erträumt hättest. Durch eine kleine Zeit, über einen langen Zeitraum. Gott segne dich dabei. Amen.